Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag zum großen Preis von Spanien in Barcelona. Ja, Rennen Nummer 5 in Sandwort, Platz 4, ja, relativ safe ins Ziel gebracht, fand ich gut. War ich mit zufrieden. Hier in Spanien sind die Karten natürlich wieder neu gemischt. Wie gewohnt seht ihr natürlich jetzt hier meine schnellste Runde aus der Qualifikation. Ich muss hier dazu sagen, dass halt Regen für das Rennen angesetzt ist und dass wir deshalb auch alle mit dem Regen-Setup fahren. Was natürlich irgendwie wieder gleiche Voraussetzungen sind. Allerdings natürlich die Zeit oben rechts natürlich, ja, ihr seid wahrscheinlich schneller, wenn ihr dann mit dem richtigen Trocken-Setup fahrt. Demzufolge, dass ihr jetzt nicht ganz so auf die Goldwaage legen, aber im Vergleich passt es natürlich immer wieder. Ich bin mit dieser Runde hier bis hierhin eigentlich super zufrieden, also nicht nur bis hierhin. Ihr seht auch jetzt das letzte Streckenabschnitt hier eigentlich auch wunderbar. Ich kann eigentlich jetzt nicht großartig meckern. Ich muss sagen, dass ich eigentlich mehr oder minder für meine Verhältnisse wirklich eine perfekte Runde halt gefahren bin. Da geht nicht mehr viel aus meiner Sicht halt heraus. Für Änderungen, Kommentare natürlich haut ihr unten rein, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, immer her damit. Startposition werde ich euch natürlich jetzt in diesem Moment einfach mal einblenden. Es hat Tatsache im Endeffekt für den dritten Startplatz gereicht, was ich sehr, sehr gut fand. Ja, wie das Rennen im Endeffekt mit Regen verläuft, ich würde sagen, bleibt einfach dran, dann werdet ihr das gleich sehen. Bis dann, bis gleich. Dass ein NPC zwischen uns ist? Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Es ist halt die Frage, was hat der für ein Setup halt? Ne? Fahren die hier mit einem Trocken-Setup und versuchen sich jetzt im Regen durchzuwurschteln? Oder ist das bei mir? Also ich sag, die haben kein Trocken-Setup hier. Ja, vielleicht ich fährt glaub, er ja einfach Trocken-Setup und im Regen fährt er dann halt Regen-Setup. Ne? Also vielleicht ja, kann der PC ja wechseln. Ich mache viermal Boxenstopps. Also ja, so glaube ich. So er sagt echt dreimal Intermediates. Dreimal oder viermal? Ach Gottchen, wo ist denn mein scheiß Handschuh? Vergesst euer Setup nicht zu laden. Ne, brauchst du nicht. Zu laden, ist doch drinne. Achso. Bei mir war es gerade wieder nicht drinne. Ändert er euren Flügel, wenn ihr ihn runtergestellt habt? Ja, du konntest ja was einstellen, Ralf, weil du doch rausgeflogen bist. Gleich erste Runde, weil du keine. Okay. Ach nee. Gleich im Training deswegen? Merkwürdig. So, mal gucken. Ich bin ja in Frankreich, aber da war ja, das hat es richtig gepisst. Mal gucken, ob es mir hier was hilft oder nicht. Ich werde einfach mehr trainieren müssen in Zukunft. Ja, Regen kannst du nicht trainieren. Regen ist einfach scheiße. Nee, allgemein. Also ab Baku sehe ich bei mir eine Besserung, aber... So. Muss ich Setup auswählen? Wisst ihr was? Nee, einfach manche nur... Manche ja, manche nein. Machst du lieber. Einfach Flügel ändern. Bei mir ist alles geblieben. Und viel Spaß mit Bottas da vorne, ne? Deswegen ja. Manche ja, manche nein. Oh Gott. Bottas Dritter. Bester ja, Mann. Bottas ist Dritter geworden, ja. Bottas Dritter? Ja. Wie viel langsamer ist die KI, wenn ich die fahren lasse? schon deutlich langsamer. Sekunde ja. Schneller? Würde ich nicht unbedingt sagen. Wir sitzen im Ferrari. Naja, ne, also... Ja, die bremst aber viel früher. Nee, die Standard-KI ist ja auch nicht so schnell wie ein normaler NPC, die ist ja ein bisschen runtergesetzt. Aber die macht halt keine Fehler, ne? Ja, du wirst aber überholt von jedem. Ja. Nicht, wenn ich 20 Sekunden Vorsprung hab. Nee, wenn ich mich recht entsinne, konnte ich auch die KI einstellen, wenn wir die Hände vom Lenkrad nehmen. Ja, normalerweise ist die dann 80% oder so. Oder? Und die habe ich dann genauso eingestellt wie die Stops, andere. 11 Runden halten die Reifen nur. Ich glaube 50 Minuten. Na okay, lass uns mal starten, Alter. Wir sind morgen noch nicht fertig. Oh shit. Let's go. Alle da? Ja. Lodo? Okay. Ja, bin fertig. Good jetzt habt ihr alle Pech. Good luck. Aber Intermediates, keine Wets? Ja, trotzdem. Alter, passt beim Start auf, ne? Ihr müsst hier den Bremsweg... Das wird so drängeln, Alter. Den Bremsweg mit einberechnen, Jungs. Ich werde jetzt gleich gar nichts sehen. Musst du nach links rüber, Weasel, oder ich nach rechts? Boah, das ist so schnell. Digga, Ocon kommt einfach genau. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe auch nichts. Loros, tu es langsam. Ich muss abbremsen. Ja, ich muss abbremsen.
Digga, die KI ist gerade einfach. Ja, die KI, die brecht hier einfach rein, ne? Die ballert. Ja, ich musste abbremsen. Hat er den schnellsten. Ja. Hat er einfach mal. Ich hatte den schnellsten Start eigentlich. Ich hätte Bottas überholt. Oh, Bottas hat mich richtig weggeramst. Digga, da hat er mich weggepuncht, der Penner. Also ich bin besser weggekommen als Maskier, aber dann geschmelzen. Also die KI hat mich hinten richtig gebumst gerade. Also ich bin schlecht weggekommen, aber danach habe ich sogar Lordo noch überholt. Ja. Aber jetzt habe ich zwei Leute überholt, Alter, in der ersten Kurve. Also die KI kam links und rechts, ich war im Sandwich. Ja, die KI ist voll reingestochen. Ich bin ein bisschen vom Gas gegangen und dann kamen irgendwie zwei Autos an mir vorbei und ballert. Ja, und der letzte hat mich weggenommen. Okay, sorry, das könnte auch daran gelegen haben, dass ich ein bisschen abgedrängt habe. Nee, da warst du schon vor mir, wo das passiert ist. Scheiße, zu weit. Also es war nicht unfair, wie ich den abgedrängt habe, aber war schon hart. Okay. Also hart und fair. Ja, genau. Hart, aber hart, fair. Aber Mann, Bottas bremst so aus. Ja, ich habe ihn gerade ausgebremst, weil er mich voll genervt hat, ey. Aber die NPCs scheinen recht langsam zu sein gerade. Ja, aber er hat mich gerade überausgebremst. Ich war an dir super dran. Oh shit. Ja, ich hab grad Todesprobleme. Regen ist nicht meins in diesem Game. Alles klar, dreh mich raus, danke. Komm, oh, Wind macht da richtiges Wollknäuel. Okay. Ja, das nicht ich, Digga. Die kicken mich einfach. Zum zweiten Mal jetzt. Scheiße, nicht dieser Kackkörper hier. Oh, wieso muss denn das ganze Rennen Regen sein? Ja, Mann. Ja, absolut beschissen. Also, ja, und jetzt hier an mir vorbei, ist doppelt so schnell wie ich. Nice. Also hier werde ich keine Punkte kriegen. Wir wollen 33 Runden genauso fahren, dass man nicht rausfliegt, ne? Die Batterie sieht gut aus. Die ganz schnell vorbei. Einfach mal ein bisschen zu schnell Gas gegeben und zack, ist mir raus. Komm, wie Lordo jetzt? Genug zerstört. Oh, dies kann doch nicht sein, das lief so gut für dich. Die Kurve ist absolut eine Katastrophe, das ist die Kurve, die ich meine. Ja, dem fahr doch dann nicht so. Ja, ich bin ja ich bin mega langsam. Ich rutsche. Ich bin nur am Rutschen gerade. Du warst so schnell. Ja, Mann, jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Ich bin schon wieder, hab mich schon gedreht. Oh, ich hab mich auch fast gedreht. Lolo, ich sehe deinen Sieg schon. Bautze. Ist so, läuft bei allen gerade nicht. Lolo, ich bin links. Tschüss. Okay, ich schaff's glaube ich nicht. Der hat meinen Flügel mal wieder vorne hochstellen sollen. Schon wieder, nur am Hinterrad rutschen. Denk an die Überholtaste, wir haben Energie und sollten sie nutzen. Was ist denn das? Warum dreht er mein Hinterreifen so weg, Alter? Überhitzt? Ja, oder nicht. Weil du einfach im Dreck warst. Ja, du warst im Dreck, überhitzt. Keine Ahnung, gibst du viel Gas beim Rausbeschleunigen? Da muss doch jetzt schon wieder alles safe sein. Nee, das dauert ein bisschen. Bis zu einer Runde dauert das. Boah. Oh, da ist er raus. Flügel lässt grüßen. Ist der kaputte Flügel, wenn er? Einmal gelb, einmal grün. Durch das Ping-Pong-Ding am Anfang. Links und rechts. Dann geht aber gelb noch. Weiß gar nicht, merkst du das großartig hier im Regen? Ich kann es gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Naja. Halte, wenn du klarkommst, Flügel aus. Nicht so wie bei mir, dass die Flügelwechsel machen. Naja. Mann, die NPCs ist nicht vorbei, ne, Alter? Und Con und sowas, Hamilton halten mich alle auf. Dass die am Start einfach so viel schneller waren und mich einfach von links und rechts gekriegt haben. Ich komme aber auch von denen nicht weg. Schon echt übel. Es ist gerade wirklich schwer zu hier zu fahren, ey. Solo hängt mir so am Sack. Hab ich auch absolut nicht mit gerechnet, dass du auf einmal. Ja, und ihr haut da vorne aber auch nicht ab. Also, das ist hier. Ja, weil ich hier gerade alles ausbremse, glaube ich. Nee, bremst du nicht. Nee? Okay. Also gefühlt bin ich extrem langsam. Ja, im dritten Sektor ziehst du mir halt vor allem weg. Den kann ich halt nicht. Ich kann ihn einfach nicht. Na, ich krieg den ganz gut inzwischen. Weil ich bin hier so am Rumschlittern, das ist echt nicht lustig. Oh, Todeskörper. Nein, viel zu weit rausgekommen. Uff. Hier am Anfang in diesen Esses, da sind die deutlich schneller, die NPCs. Ja. Oh, es geht, da habe ich Bottas eigentlich
geholt. Ich merke das immer, wie der Hamilton. Krass gedrängelt. Natürlich habe ich weggedrängelt. Der Hamilton ist halt hinter mir, ne? Der kommt da immer näher. Ja, aber bei Regen kannst du eigentlich nicht überholen. Also. Ja, sag wenn man das mal den NPCs. Die setzen sich einfach neben dich, also das ist ja genial. Ja. Und dann wirst du nervös und fängst an zu wackeln und dann wirst du ganz schnell. Einfach nicht nervös werden. Aha. Ich war sehr nervös am Start, aber ich habe einfach abgebremst, weil es war mir zu risky. Ja, mein Start war eigentlich. Der generelle Start war kacke, aber danach war ich so viel schneller als alle. Trotzdem zwei Plätze verloren. War irgendwie weird. So, Ocon habe ich jetzt. Jetzt kommt er mitten dran. Ich hätte Bottas und dich gehabt. Ich glaube, für den Moment. Aber ich musste halt abbremsen, weil ich Ideallinie geblieben bin. Und dann bin. Kommt Avo. Ja, bleib doch mal hinter Hamilton. Nö. Boah. Diesmal habe ich den aber auch schlecht bekommen, den dritten Sektor. Lolo, machen wir normal, wer vorne ist, geht zuerst rein dann, oder was? Ja. Oder? Okay. Weil ich denke, wir haben ja jetzt eigentlich hier sonst ein Struggle irgendwie erstmal. Wenn wir jetzt safe weiterfahren. Mann, Grosjean, verpiss dich doch mal, Alter. Wann ist denn eigentlich Stopp? Runde 11. Ja. Also gehst du an 12? Oder 10. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen. Schauen wir mal, wie die Reifen machen. Genau. So krass hier beim Rausbeschönen sagt er mir grün und noch von jetzt auf gleich auf einmal orange und dann gleich wieder rot. Was? Die Ideallinie. Guck auf die Farben da gar nicht. Die Ideallinie, ja. Überleg den Flügel noch gleich ein bisschen höher zu stellen, sicher. Und Lauro, was ist bei dir jetzt los? Du warst so schnell. Ich bin jetzt am Grosjean vorbei in der 17. Ah, okay, schade. Die fährt gut für dich. Aber du fährst mir jetzt auch weg, Lorenzo, ne? Ja, langsam groove ich mich ein bisschen mehr ein, aber es geht. Also, wegfahren würde ich das auch nicht, ne? Na, jede Runde deutliches Plus, sehe ich schon so. Ja, 0,1 pro Runde circa. Das jetzt noch nicht unbedingt wegfahren, ja. Das ist ein Fehler und dann ist wieder futsch. Hier in dem Sektor habe ich jetzt 0,2 verloren. Geht die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Die Schikane geht nicht klar, Alter. Ich krieg die nicht. Ring. Null. Ich kasse die so schon. Bin da so langsam. Mich nervt, dass ich an den Bottas echt nicht. Ich den nicht kriege. Den Hamilton nicht loswerde. Ich krieg nichts im Hamilton. Nee, kaum zu knicken, das Rennen. Aber fahren die Boxfights zu beenden, ist ja? Ja, klar, ja. Nee, noch fahr ich ein bisschen, aber. Ah, kann ich aber nachvollziehen. Nee, stopp, scheiße. Der Anfang war too much. Fuck, jetzt hab ich den Hamilton angestupst, ey. Und nochmal ranpirschen. Ja, der mittlere Sektor liegt mir ganz gut. Da fahre ich ein bisschen weg, aber sonst. Eigentlich geht das so. Bist du sogar deutlich fast wieder unter einer Sekunde. Alter, ich schieb hier Magnussen schon an, weil der so langsam ist. Was ist denn das, Alter? Was musst ist du da dran vorbei? Ja, jetzt will ich mich vorbei. Bastard, Alter. Ah, sei nur vorsichtig, nicht nochmal rausdrehen. Da bin ich sehr vorsichtig. Noch sind Punkte drin. Ja, also ich bin jetzt auf den 15. aufgeflogen. Denk mal, ich werde ein paar noch kriegen. Oh, ist das anstrengend hier. Oh, endlich vorbei, Alter. Oh, wo hast du den denn überholt? Ja, du bist wie.
Bewusst wie? Also da würde ich immer raten, mach das bei mir lieber nicht. Nee, das war nicht so weit, keine Angst. Weil da hätte ich dich, würde ich dich nie erwarten. Deswegen überhaupt mal nicht da. Ich ziehe ja zu da an der Stelle. Manolo, jetzt hängst du mir aber richtig an den Backen, ey. Ja, da hast du aber dich auch verbremst. Oder. Ich jetzt aber auch. Ich bin einfach generell gerade irgendwie deutlich langsamer. Ne, ich hab mich aber auch verbremst. Ja, das machst du schon. Du hältst da die Sekunde eigentlich safe. Mal sind es 1-2, mal ist es 0-8, aber ich komme nicht ran. Siebte Runde, alles offen. Oh, das ist auf jeden Fall, ja. Kann auch einiges passieren in den letzten. Ich bin schon beim Rausbeschleunigen, Alter, habe ich immer Angst, Vollspeed zu nehmen, ne? Ja, 25 ich Runden. Nehme auch kein Vollspeed beim Rausbeschleunigen, ne? Hab ich auch Angst aktuell. Mit 1-2 wäre ich absolut zufrieden. Macht die ganze Zeit Vollspeed in jeder Kurve. Die 1-2 ist für uns optimal, das hätte ich mir niemals ausrechnen können. Sag ich doch, dass ihr 1-2 macht. Ja, ja, aber im Trocknen wäre das nicht so geschehen, das kannst du mir glauben. Nee. Ah, Regen, Vorteile, du meinst zwar. Regen zählt halt wirklich safe fahren und Nolo und ich fahren gerade mit Rutschen, aber solide safe einfach. Das macht's in Regen einfach aus. So wirklich schnell sind wir auch nicht. Mir wird jetzt nur noch ein Safety Car helfen, sonst. Ja, auf jeden Fall, Safety Car wäre jetzt. Ist nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Ah, stimmt schon. Kann auch noch in den letzten Runden passieren und dann kriegt man auch echt gut was. Vor allen Dingen, weil Josi und ich gleich in den Zweikampf kommen. Da sind wir schon, ja. Oh, wie schnell ist denn Josi, Alter? Der holt uns noch. Ja, das könnte sein. Jetzt hier gerade. Da hast du gerade zu gemacht, da weg. Fast schon durch. Das kannst du kicken. Dass du hier vorbeifährst. Natürlich, in den Kurven. Jetzt fährst du mir wieder gleich weg. Das ist. Das ist wieder Ferrari-Stärke. Obwohl, doch. Hier fährst du mich wieder weg, Alter. Das ist zum Kotzen. Ja, du musst ihn irgendwie versuchen, mit einem Boxenstopp zu holen, mit einer höheren Geschwindigkeit undercut vorbei. Im Regen überholen macht kaum Sinn. Schwieriger. Naja, du musst wirklich mit einer besseren Pace oder so. Justi fährt aber hier Kreise um mich rum, also ihn dann überholen. Immer schneller. Ja, mit einem Undercut. Da kannst du es einfach easy machen. Oder einem Overcut geht trotzdem. Der Abstand zum Auto mit beiden zählt einfach nur Pace. Du brauchst ihn nicht mehr überholen. Geht von alleine. Wärst du 11 rein? Zwischen 11 und 16, okay. Wie du willst. Willst du 10 rein? Nee. Also ich fahr 11 rein, ne? Ja. Dann fahr ich 12. Okay. Ja, schon fast auf 40, Alter. Ja, Nolo, kannst du dir aussuchen. 10, 12. Oh, ja, ich denke mit 12. Hab ich denn da gerade angeschossen? Ist mit dem Verkehr, denke ich, besser. Das ist so ja, das ein Überschuss gerade. Nein, nicht schon wieder. Ich krieg diese Kackkurve hier nicht. Bin hier nur am Rutschen. Nur durchdrehen. Was sagst du mir, ich bremse zu früh, Alter, und da bremse ich halt eben normal. Naja, wenn du Überschuss hast, ist das ja klar. Rammt euch bloß nicht raus, Jungs. Ihr seid auf 4 und 5, ne? Ja, das war schön dünn, ja. Na, nimmt die Punkte mit, wenn ihr es halten könnt. Ja, aber Yoshi kann den Undercut machen, auf jeden Fall, ja. Naja, das wäre das Schlauste, sag ich ja. Also jetzt rein. Zum Beispiel. Weil wenn er jetzt reinfährt und Sorgi eine danach, dann ist es ein easy Tausch. Yoshi, ich sag dir schon mal so viel, ich werde auch die danach nicht reingehen, aber fahr einfach vorbei. Alter, wie viel Grip mehr hast denn du hier? Er fährt eine Red Bull. Das gibt's doch gar nicht. Auf der Gerade habe ich doch nicht mehr Speed. Alter, ich bin alles rot hier. Meine Ideallinie war rot. Ich bin komplett nach links außen geschoben worden. Du fährst einfach easy going rechts an mir vorbei. Als ob das nix wäre. Ja. Und bei mir rutscht die Karre sowas von rum. Keine Zeit. Keine Zeit, ihr fällt mir. So, ich habe jetzt auch gleich den 10. Ja, ich sag ja. Hardcore Red Bull Strecke, Alter, die holen so auf von hinten. Das ist Wahnsinn, wie schnell der ist, wie viel Grip der hat. Aber naja, gut, das ist halt, ne?
Gibt's andere Strecken, da ist der Red Bull nicht im Vorteil. Ja, Digi, in Monza bist du der glücklichste Mensch der Welt. In Monza geht's andersrum, genau. Da stehst du mir. In Österreich bist du auch happy. Kanada auch. Nee, Österreich nicht so unbedingt, weil Österreich hat auch was mit der Höhe zu tun. Da ist, da nee, sind die Red Höhe, Bullen... aber da kannst du mit Red Bull viel aus der Kurve auf die Gerade rausholen. Dadurch geht das da sogar. Der Red Bull ist auch sehr schnell. Ich will mit dem Helm aufpassen hier hinter mir. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Jetzt oder, also diese Runde oder nächste Runde halt, ne? Man muss sich entscheiden. Muss auch nicht, Runde 11 haben sie mir angesagt, dass ich verreinen sollte, ne? Ihr seid beide so weit auseinander, also ihr müsst euch dann nicht abschrecken. Dann fahr ich jetzt rein. Ja, stimmt. Wenn deine Reifen noch gut sind, kannst du auch noch eine 12. Also in 12 gehen. Also noch 40 sind so 40%. Ja, ist doch gar nichts. Oh. Benzinplanziel ist plus 1. Ja, 40 ist so genau der Boxenstopp eigentlich. Fährst du rein, hast du ja hier, ne? Ja. Okay. Ist drinne Reif, ne, sehe ich. Ja, bin jetzt wieder raus. Okay. Wahrscheinlich schlauer, länger draußen zu bleiben, aber ich fahr jetzt einfach mal rein, dann kannst du nicht so, ne? Weil ich werde jetzt wirklich hart in den Verkehr kommen. Na, du fährst mir aber halt dafür gut weg. Ja. Ja, alles gut. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1. Hab mich langsam. Ah, oh, fuck. Ich wollte es gerade sagen. Gut eingefahren und dann die Schikane verkackt. So, jetzt nicht rein in die Mauer ballern. So, sehr gut. Puh. Aber ich glaube, du kriegst keinen Verkehr. Großartig. Ah, ich werde auf dem 7. Also hinter ein oder zwei NPCs komme ich wahrscheinlich raus. So anstrengend in Regen, Alter. Ja. Weasel, Avo. Okay, der Mercedes fährt rein, also komme ich direkt hinter Avo raus. Oh, Avo, geh beiseite, ey. Ich muss ja auch mal rein. Ja, ich bin vor dir, du musst mich überholen. Oh, ich habe aber keinen Red Bull, mit dem ich einfach überholen kann. Ja. Oh, kalte Reifen ist nicht gut. Sollte meine Klappe halten. Etwas Energie aufbrauchen. Du hast die deutlich besseren Reifen, allein deswegen können wir das schon. Aber noch sind sie kälter, ja. Du musst ja auch erstmal noch, keine Ahnung, 2 Sekunden zufahren. Ja, das stimmt schon. Im Regen gar nicht so schwer. Da brauchst du eine Runde für und dann sind sie warm. Ah, ich bin schon dran. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass du so langsam fährst. Ich fahr auf dem Mercedes NPC-Niveau. Und auch Justi fährt mir vor mir jetzt nicht unbedingt mega krass. 25er weg. KI oder was? Also. Oh, ich sehe schon nichts mehr, so nah bin ich hinter dir. Tja, musst du Augen aufmachen. Oder Abstand halten. Kennst du die Corona-Regel? Ich bräuchte Scheibenwischer. Boah, fuck, jetzt hätte ich mich fast rausgedreht. Oh, Sorge, jetzt dreh dich raus hier oder so, ey. Nein. Also Boxstopp musst du auch noch machen, ne? Du warst noch nicht drin, ne? Ich war noch nicht drin. Ne? Nee. Okay. Alter, er fährt mir einfach so weg auf der Geraden. Ja, ich hab aber auch überholen fett alles an gerade. Ja, ich auch. Und ich bin rechts und ich überhole. Ja, ich seh's. Du bist auf dem ersten Platz. Ich war erst. Ich wahrscheinlich doch. Jeff, gerade zu mir, du bist auf dem ersten Platz, lass uns das verteidigen. 2 Sekunden später, zweiter. Ich bin im Sprit. Kurzer, schöner Moment. Ich bin beim doch 2 Runden Minus. Vielleicht bin ich deswegen noch ein bisschen schneller. 2 Runden im Minus, okay. Digi, was soll ich mit Sprit im Regen? Da fährt man die ganze Zeit mager durch, ey. Deswegen konnte ich dich aber auch gerade auf der Geraden einfach holen. Fett, komplette Gerade durch Dings. Oh, Lola hat wieder Bock, Alter. Kommt der nächste gerade. Ja, richtig geil. Bis heute habe ich gesehen, ist richtig? Jo. Sehr schön. Ich ist auf jeden Fall noch was drin. Digi, zieh weiter durch, ziehst du aber durch. Ja, ich habe vielleicht noch was mit 6er oder so was. Ja, fehlt das auf jeden Fall. Vini, wie sieht's bei dir aus? Ich komme nicht vorbei an die NPCs. Die waren jetzt alle in der Box, ich bin jetzt 18. Aber sieht schlecht aus. Ich muss ja vor denen erstmal wieder rein. Lolo, du warst schon drin? Ja, erst 4 Sekunden damit. Und dann noch dazwischen. Also Punkte.
kann ich kriegen. Ich könnte mich jetzt durchkämpfen, wahrscheinlich so bis, keine Ahnung, 15 oder was. Und das war's aber. Du legst 30 Sekunden meine hinter absolut beste. War deutlich langsamer als die von Loro. Boah, jetzt einfach fahre ich hier auf Mager durch und dann ist gut. Ah, ne, ist ja noch ein Boxenzopf. Oh. Mhm. Zwei Stück. Aber willst du zwei, willst du nur ein Stoppstrategie oder was? Vielleicht. Wenn es gehen würde, wäre schon gar nicht mal so dumm, ernsthaft. Bin erst bei 50%. Ah, nee, das. Obwohl. Wenn du zweimal bis 60 ziehst, könnte das schon packen. Drei, vier Runden noch? Und dann kann ich auch so rein. Also, das klappt schon. Das könnte dich vor die Red Bull katapultieren, ja. Drei Runden noch, ja. Drei Runden muss ich durchhalten. Dann bin ich vielleicht bei 65% oder so und dann passt das. Ach, nicht mal, 60. Blau. 60 geht. Sehr schlau. Ja, ich hätte ich das gar nicht gedacht. Ich habe halt gesehen, wie ihr alle gesagt habt, 40 und ich habe bei mir so geguckt. Hm, ich habe erst 33. Okay. Okay, dann bist du sehr schonend gefahren, ne? Ich bin auch langsam. Ja. Ja. Geht miteinander einher, ja. Ja, vielleicht ist so, ich bin raus. Einfach mein Fahrstil. Bist raus? Bist raus? Ja, also ich fahre jetzt in die Box und dann gehe ich raus. Also ich mache keinen Safety-Car-Shit. Okay. Hast du dich nochmal gecrasht oder wie? Ja, na gedreht. Das war mein Fehler, aber. Okay, dein Vordermann zieht dir etwa 2 Sekunden pro Aber Runde wie gesagt, davon. Punkte wären realistisch nicht drin gewesen. Außer es kommt ein Safety Car oder irgendwie sowas. Wir hatten ja schon ein Rennen mit 3 Safety Cars. Ja, stimmt. Ich wäre dafür, dass Platz 1 mal ein Safety Car macht. Nein. Ja, ja doch, das ist so. Langsam langweilig mit euch da beide vorne. Mhm. Ja, wenn ihr nur Scheiße baut die ganze Zeit? Besten vor allem mit euch, Alter. Ich war Vierter im Qualifying. Ja, ich war auch Zweiter, fast Dritter. Muss ich Husky aber leider recht geben. Wenn wir uns selber hier raushauen, dann sind wir so. Ist einfach so. Ja, du wärst Erster und Justi wäre locker jetzt Dritter oder Zweiter. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt. Bei eurer Pace werdet ihr uns einfach davon gefahren. Ich find's witzig, ich hab die Mauer geküsst und hab keine Flügelschaden. Vielleicht hast du ja keine Flügel mehr. Ne, ist auf grün beides. Ja. Hallo, Bottas. Also Erster werde ich auf jeden Fall nicht mehr. Also wenn es jetzt so weiterläuft, verständlicherweise. Ja, ihr fahrt schön hier mit 3 Sekunden Respektsabstand hintereinander her. Ja, dem waren es aber noch 4,5. Also Nolo holt gerade ganz schön stark auf. Ah, vorbei kommt mal trotzdem nicht wirklich, ne? Nein, ich hole auch nicht auf. Ich verliere im Sektor 3 dann halt wiederum dafür. Also Achtung, es ist gehopst Achtung. Wie gesprungen. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Gut, dass Vince NPC einfach wieder rausfährt. Ernsthaft, ja? Naja, es ist doch immer so, als wenn er jetzt anhält. Er wird wahrscheinlich den Flügel jetzt wechseln und so weiter und fährt dann einfach zu Ende. Trotz DNF, ja? Da kann ist DNF. Ja nicht DNF. Du bist einfach nur in die Boxengasse gefahren. Doch, bei mir stand DNF. Ernsthaft. Bist du jetzt raus aus dem Game? Ich bin schon raus, ja. Also nee, naja. ich bin noch drin. Aber dann kann er nicht... Nee, dann... Doch, ja, wenn DNF, du, doch weil der du fährt gerade hinter mir. Cool. Fährt gerade hinter mir. Ist ja, natürlich fährt er wieder raus. Ja, wenn du nicht wirklich richtig einen Schaden hast, der wie ein Reifen ab oder so, dann fährt er in die Box, macht das, was gemacht werden muss. Macht nochmal einen Stop und fährt dann wieder weiter. So, richtig. Kann er machen. Aber er ist halt... Nee, er ist so weit ab vom Schuss, da wird nichts mehr passieren. Ja. Wichtig ist halt nur nicht einfach crashen und dann Safety Car. Ja. Irgendjemand ist gerade raus. Wie raus? Ne, jetzt ist er zur Seite gefahren. KI? Ja, KI ist raus. Jetzt ist er gerade zur Seite gefahren, ja. Auch meine Kameraeinstellung wieder ein bisschen umgeändert. Hab keine KI gesehen, die raus ist. Doch, deiner ist gerade zur Seite gefahren. Also. Platz 7 war das oder so. Das ist eigentlich, das ist so, dass. Wenn du rausgehst, dass die KI eigentlich immer zur Seite fährt. Deswegen wundert es mich, was ihr da so gesagt habt. Bro, du hast in den letzten 2 Runden 6 Titel aufgeholt. Kannst mir nicht erzählen. Fehler sind. Nee, hab ich nicht. Fax sind gekommen, wenn man mit einem Rennen okay, einfach das ganze so Game halt beendet. Das war Problem. Bist du konstant 2,5 circa vor mir? Ah ja.
Ja, ja, 2,5 bis jetzt. Mal gucken. Die ganze Zeit, es bleibt, mal hole ich ein bisschen auf und dann wird es wieder weniger. Nein, glaube ich nicht. Könnte noch spannend werden trotzdem. Alles offen. Ja, wenn er einen Fehler macht, ja, ansonsten nicht. Weil er hat sich, man merkt, er hat sich eingegroovt jetzt. Ah, es geht uns ja allen, glaube ich, langsam. Hat einer von euch Hamilton hinter sich? Nö. Icke, ja. Hamilton ist Sechster. Okay, ist 10 Sekunden von mir entfernt. Ah, Josti, bei dir ist der Vierte auch noch auf jeden Fall dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich noch. Na, eventuell sogar der Dritte, weil... Wenn du nur das zwei... Ja, wir müssen jetzt beide noch einmal stoppen, aber du bist schneller und bist nur 10 Sekunden hinter mir, also... Und du hast die besseren Reifen. Dann natürlich auch, ne? Ja. Also es kann zwischen euch auch nochmal sehr eng werden, trotzdem. Ich gehe jetzt gleich rein, ich habe die Reifen jetzt sowieso auf 70% jetzt so. Oh fuck, hardcore verbremst. Die sind halt echt im Arsch und ja, ich kann es gerade sehen, ich glaube selbst Bastard hat jetzt über eine Sekunde aufgeholt, 1,5 Sekunden glaube ich. Muss jetzt rennen, die Reifen sind zu. Puh. Oh gerade mal die Hälfte vom Rennen. Auf der Geraden kommt man nur ran und den Rest ziehst du irgendwie weg. Ja, ist unterschiedlich. Aber jetzt hält sich's wirklich gerade sehr stark in der Waage. Ja, 2,5. Losfahren! Gerade eben waren es 3, dann zwischendurch mal 2,3. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Vor Con. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ich muss jetzt wirklich nochmal stoppen. Ich fahre jetzt hier mein Rennen. Ich werde mich auch nicht wehren, wenn du da von hinten ankommst. Das glaube ich dir. Wird mich trotzdem wehren. War nur besser für dich. Ja, Reifen kaputt machen. Obwohl Lordo wird ja eigentlich nicht dein Gegner. Weasel ist eher dein Gegner und Bottas. Ja, die beiden sind definitiv meine Gegner. Aber Bottas glaube ich nicht, Weasel ist mein Gegner. Ja, der auf jeden Fall, ja. Was? Ja, wie immer halt. Wir haben viel Energie gesammelt. Oh, jetzt bin ich hier im Verkehr. Das ist Winnie der Gegner, der ist gerade noch auf Platz 3, jetzt vor mir. Geht ums Rennen. Ja, ich weiß. Achso, um das Rennen jetzt nur. Guck mal, er macht zwar Platz, war, aber kommst noch gerade auch schon. Digga, der Williams ist schneller fast als ich auf der Geraden, ist traurig. Hat ja auch Mercedes-Power. Ja, stimmt auch wieder. So, Bottas, lass mich doch einmal vorbei. Obwohl, nee, bei der Geraden hier nicht, Alter, ich muss in der Kurve überholen, das geht gar nicht, ne? Die fahren so schnell hier auf der Geraden. Ja, die Mercedes sind wirklich schnell, die sind auch, die haben mich sogar gekriegt im Ferrari, also ich musste alles im Ferrari zünden. Abstand zum Hintermann beträgt 3,3 Sekunden. War krass, dass die NPCs da so weit vorne mitfahren, ne? Zumindest die beiden Mercedes. Gut, war ja auch eigentlich von uns ja mal so gewollt, ne? Ja, nur sonst sind sie ja extrem weit hinterher. Aber eigentlich ist es ja genauso wie hier, so ist es ja eigentlich geplant gewesen, dass die uns ein bisschen Feuer machen. Naja gut, Monaco, Baku, da werden sie auch uns Feuer machen. Ja, da werden sie mehr Punkte holen als wir. Monaco wird aber wieder nur scheiße, Alter. Ja, ich hoffe, es ist trocken in Monaco. Das hoffe ich auch. Monaco im Regen ist Monaco schon ätzend in der Regen. Du hast ihn gut im Griff. Aber der Regen hier geht noch, also. Intermediate Regen ist noch okay. Das sah ja wirklich noch richtig stark Frühwetterregen aus. Er stand doch drauf. Ja. Starker Regen, aber was da nicht. Doppelt der hier noch ein bisschen. Wäre cool, wenn es am Ende nochmal trocken werden würde. Nee. Aber das glaube ich jetzt mal nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, es wäre ja aber cool. Nee, das ist meine ganze Taktik im Arsch. Ja. In 2 Runden muss ich wieder rennen, neue Reifen holen, hat mir gerade Jeff gesagt. Echt? Ja. Ja, ich auch. Ja, ist 22. dann, ja. Passt ja dann.
Oh, dann überholt mich Abo wahrscheinlich, ne? Nolo, gehst du 23. oder wann willst du? Weiß ich noch nicht. Überleg. Kannst du ja auch suchen. Wie viel schneller Ralf ist, ist so krass. Warum? Ja, seine Pace ist abnormal. Du holst einfach mal eine Sekunde pro Runde auf und ich hab frische Reifen. Aber ist doch Training. Ich kenn die Strecke mittlerweile. Ach du, ich fahr die auch nicht zum ersten Mal. 2018 haben wir angefangen, ne? Oder 2017 schon? 17, ja. Nee, 2017 war ich noch nicht dabei. Das kann sein. Vor dir nee, doch, das kann sein. Das erste Rennen haben nur Ron und ich Sorgi gemacht. Genau. Ich bin beim zweiten an dazugekommen und Josti war beim fünften oder so dann dabei. Ja, das war aber, glaube ich, 2018 dann. Nein, das war 17. 18 sind Nolo und Winne dazugekommen. Also 17 gab es keine Saison. Oder die, oh. Oder die haben wir zumindest. Wir nicht, haben eine gemacht. Ja, aber nicht so. Also die sind wir nicht voll durchgefahren, glaube ich. Doch, doch, die sind wir voll durchgefahren. Oh, was war das? Kann mich da noch genau daran erinnern. Okay. Da waren, aber Weltmeister ja. Gab's da nicht. Wir haben keinen Weltmeister von 17. Ja, weil wir es nicht mit einberechnet haben, 17. Weil die Hälfte von uns war da noch nicht dabei. Was sollen wir dann Weltmeister berechnen? Du vergrößerst die Lücke. Weißt du, 2017 habe ich mir den Weltmeisterkampf mit Hamilton bei uns geliefert. Oh, was kommt der Mob? Oh, ja. Nicht sogar, jetzt hole ich gerade ein bisschen Zeit von Nolo raus hier und ja, dann kommt der NPC. Da fährst du denn jetzt rein? Nisse. Außer du willst nicht, so mir ist es Wurst. Such dir was aus. Sag mir nur Bescheid. Ich gehe jetzt. Okay. Hab zu viel Zeit verloren, paar Mal verbremst. Ja, ich werde jetzt ja auch ein bisschen ausgebremst von den Piesern, aber wird schon. Ja, dich krieg ich eh nicht mehr. Na, dann halte den zweiten. Das sollte so locker schaffen. Ist der Plan, Benne. Das ist doch mega gut. Von 4 auf 2? Du bist ja. Geboren, auf den zweiten zu landen. Ist, real talk, ist der geborene Zweiter. Digga, er ist der beste Barrichello, den ich je hatte. Ey, ich glaube, das wird noch alles deutlich enger werden später. Also jetzt nicht in diesem Rennen hier, aber... Ich hoffe, spätestens aus Kanada, hoffe ich. Ja, ich glaube schon Baku, weil Baku ist wirklich nicht... Also da hast du bis jetzt jedes Mal gewonnen. Und Baku ist ja wirklich dein Ding. Ja, ja. Auch nicht meine Strecke. Ich mag diese... Alle die Strecken, die ab jetzt kommen, so die 5-6 mag ich absolut gar nicht. Danach wird es wieder gut. Na, bei mir ist ja jetzt der Anfang. So Australien mag ich, aber alles, was danach kommt... obwohl ich Holland jetzt auch ganz gut war, bis auf den Flügelschaden... Das sind eher so... Meine Strecken jetzt alle. Ja, Holland hat es mir jetzt zerrissen und das ärgert mich immer noch extrem mit diesem Flügel. Ich hatte so eine gute Pace. Ich habe die auch richtig oft trainiert mit dem McLaren. Also Ralf, ich fahre jetzt drin, ja. Mhm. Hast du dich gedreht, Ralf? Ja, hatte ich vorher. Also ich habe mich nicht gedreht, aber vorher bei Start und Ziel, da habe ich mich einmal kurz, habe ich den Schlenker gehabt. Ich dachte, du bist in die Box gefahren, weil du immer weg warst hinter mir. Nö, nö. Mein Hinterreifen wurde nicht so, wie ich wollte. Aber hast keinen Schaden oder so? Nö, nee, ist alles gut. Mir ist so arschwarm, Alter. Das geht aber heute. Ja, nee, jetzt ist so verkrampft, Alter. Heute ist echt gut, von der Wärme. Ja. Ich bewege meine Hand die ganze Zeit durch das Lenkrad, Alter. Bottas? Wo kommt Bottas auf einmal her? Alter. Diese Anstrengung, ja. So, muss ich jetzt nochmal Arborin überholen oder was? Na klar. Gaspedal, Gaspedal, Kupplung, aber ohne Kupplung ich natürlich. Ich das. Oh, ich bin Fünfter. Hey. Und du musst da nochmal rein, oder? Nochmal gucken, ob ich nochmal reingehe. Echt? Ja, muss nochmal rein. Wenn ich das durchhalte, dann fahr ich durch. Du bist vor mir reingegangen. Das fährt einfach nicht passieren. Bei mir wird schon enger. 50% Reifen? Das sind noch 10 Runden. 10 Runden. Wie du nochmal rein musst, wenn du jetzt schon 50% hast. Ja, mal gucken.
Ich würde es jetzt langsam machen, weil sonst verlierst du extrem Zeit. Ja. Bin bei 10 Runden. Ich bin bei 20% und das wird schon enge. Also in 10 Runden kriegst du 40% knapp drauf. Dann macht's Puff. Ja, aber schon nach 6 macht's Puff. Bottas jagt dich, Haske. Ja, ich bin bei 20% und das wird schon knapp. Aber Bottas muss nochmal rein, glaube ich. Jetzt haben Aburg und Bordo und Justi gerade viel Zeit, auf Bottas rauszuholen hier. Ja, Bottas ist drin. So, alte Position. Aber nur noch 1,6 Sekunden. Und ich habe immer noch irgendwie minus 0,5 Runden. Zu wenig Sprit. Muss ja jetzt weiter auf Mager fahren. Nur hat Bock, das ist pissig. Fahr doch, Alter. Besser als pissig. Besser bissig als bissig. Ich bin völlig zufrieden, Alter. Ah, ich hatte heute auch viele Nudeln, ich bin auch zufrieden, ne? Oh, komm, bitte, ich komm nicht vorbei. Nein, ich komm nicht vorbei, Bottas, auch mal, Alter. Scheiße. So. Oh, Nolo hat die schnellste Runde, wait, what? Bleiben wir hintereinander gerade, aber danke. Okay, als Siebter komm ich raus. Leider nicht. Oh, die habe ich schlecht genommen, scheiße. Immer noch 1,5, alles gut. Ja, ich denke, es wird auch in dem Dreh bleiben. Sagst du die ganze Zeit schon, vorhin waren es noch 4 Sekunden. Ja, dann waren es 2,5, jetzt ist es 1,5. Mal gucken. Lag aber an dem Boxenstopp, Jungs. Ja, stimmt schon. Ja, kann schon ein bisschen gebracht haben. Boah, fuck, hart verbremst. Ja, same. Also alles gut, hat sich direkt ausgeglichen. War fasziniert, was an dem Vordermann immer wieder imitiert, ne? Ja, ne? Ja, es ist wirklich. Und spiegelt das immer. Oft so. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16,4 Sekunden. Ich krieg den Mercedes nicht, Alter, bei auch fett und überholen. Ich hab jetzt gerade wieder weggeworfen, ey. Ja, schade. Aber in den Kurven kannst du den überholen. Und der kann er mich überholen, ja, Mercedes ist schwieriger. In den Kurven? Ja, der Mercedes fährt auch gut in den Kurven. Ja, aber einfach schön einmal reinbremsen. Der rutscht nicht so vorbei. Wie ich mal einen Meter nehme, die Idealen hier. Der Bottas in der dritten Runde auch so bekommen. So kriegt man die Mercedes am leichtesten, finde ich. Nee, Bottas kriegst du nicht so schnell, der fährt echt gut hier. Und bei ein, zwei Passagen, da fährt er so schnell raus aus der Kurve. Der ist erstmal wieder weg. Ja, Jeff, ich habe kein Benzin, ich weiß. Brauchst mir nicht noch 10-mal sagen, da habe ich immer noch nicht mehr Benzin. Ich hab ein bisschen zu wenig Benzin. Könnte noch ein Problem geben. Boah, hart verkackt. War gut gerettet durchs Abkürzen. ich hätte mich sonst gedreht, Alter. Ja. Alter, sehr schnell. Ja, das war. Ich wollte ja auch eine schnelle Runde machen, aber. Nee, ich meine Giovanazzi gerade. Achso, ja, das sowieso. Ja, aber mit Abkürzen, Digga. Unglaublich. Es wäre sonst Tokyo Drift 3.0 geworden, Alter. Ja. Musste er machen. Es war wirklich so, ich stand schon komplett quer. Nicht mal die schnellste Runde gönnst du mir, Alter. Unfassbar. Und ja, ich hol sie dir dann noch, du hast frische Reifen. Ich bin vor dir rein. Und? Außerdem fahre ich ohne Abkürzen. Also wenn du ein guter Spieler bist, Lolo, holst du dir jetzt noch? Nee, kein Bock. Ja, Lolo okay, holt sich die auch sowieso. Spieler. Er muss noch rein und hat ein schnelleres Auto. Naja. Also wenn er nicht reinfährt, dann wäre es schon ein bisschen weird. Und doch, er ist reingefahren. Ja. Glaube ich, oder? Ja, ist ja, er ist reingefahren. Ja, dann kann er sich doch easy noch die schnellste erzählen. Na, freie Vater, der easy, immer dieses easy, weißt du? Das ist immer alles easy. Ja, ist es ja auch alles. Naja, für die beiden vorne ist es sowieso alles easy. Ich hab doch gar nichts gesagt, was ist mit euch los? Nolo fuckt richtig ab. Ich bin hier der eigentlich die ganze Zeit Mimimi macht, weil er in 220 nicht die Performance hat von einem verdammten Italiener vor mir. Das ist das, was mich. Ja, da kommst du auch nicht ran. Nee, komm ich auch nicht. Ja, dann akzeptierst du doch endlich mal. Ja, deswegen bin ich auch ruhig.
Aber die beiden da vorne haben Benzin gesagt. Er hat dein Maul, Glatze, Alter. Was ist denn los? Der ist sauer. Berzkowski. Ey, ohne Abkürzen krieg ich keine letzte Runde mehr. Ui, der bremst aber ab, Alter, der Stroll. Ja, wird besser für ihn sein. Oh, besser. Ja, ich finde, beim Platzmachen sind die NPCs jetzt zu 90% schon echt gut. Und Latifi hätte ein bisschen schneller Platz machen können. Hat so eine halbe Sekunde gekostet hinter dem, aber... Na, Giovinazzi hat auch ungünstig für mich abgebremst. Ja, aber ich finde, die meisten machen das schon ganz gut jetzt inzwischen. Okay, ja, Magnussen geht einfach mal vom Gas mitten auf der langen Geraden und lässt mich vorbei. Richtig. Ja, das ist alles klar. Stroll, oder wäre das hier hinter mir aber auch? Ja, Stroll, auf der langen Geraden hat er einfach hart gebremst und mich vorbeigelassen. War echt gut. Nola hat auch super durchgelassen. Ja, aber wir schon irgendwie, ich glaube, Haskell, du hast das mal gesagt, Ideallinie bleiben und dann fahren die weg. Naja, man darf nur nicht die weg von der Ideallinie. Man darf nicht versuchen, die zu überholen. Ideallinie. Achso, die Ideallinie. Ja, genau. Okay. Oh, das war gerade schon wieder Tokyo Drift Treffpunkt, ne? Nola hat aber auch gerade wieder eine Blume mitgenommen. Boah, er hat mich fast gedreht. Ich habe auch genau nicht. Aber gut gesaved, danke, dass du das auch mal kommentierst. Naja. Kommst du neu, ja? Ich kann nicht mehr auf dir. Ey, ich habe perfekt gegengelenkt. Da war ich ja nicht mehr auf dir. Hat mich zwei Zettel gekostet. Ja, Bottas vorbei. Endlich. Oh, Sorgi Dritter. Die Strategie hat's gebracht. Ja, aber Justi ist 3 Sekunden hinter mir. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Aber Sorgis Reifen platzen in 3, 2, 1. Du warst doch schnell genug und hättest doch ganz normal fahren können. Das verstehe ich halt nicht. Wieso, ein Stop hat doch ihm gut was gebracht. Ja, aber er hätte doch locker mit 2 Stops und frischen Reifen das wegfahren können. Nee, Justi war deutlich schneller. Justi ist eine Sekunde schneller und Ralf auch. Die auch kann ich Anfang nicht halten. Ich glaube, Justi und Ralf haben am Anfang krassen Fehler gemacht. Weil die waren beide ich auf einmal weg. Keinen Fehler gemacht. Ja, Ralf hat den Fehler gemacht. Ich hab den Fehler gemacht. Der Justi hing ewig hinter den NPCs fest. Da hat er so mega viel Zeit verloren. Weil danach war auf einmal voll viele Fehler gemacht. Er hing jetzt, glaube ich, auch schon wieder 4-5 Runden hinter Bottas, ehe er vorbeikam. Mindestens hat er sich 3-mal gedreht. Und am Anfang war es Hamilton, glaube ich, ne? Alfa Romeo, glaube ich. Ja, Alfa Romeo ist raus. Das hat ihn Zeit gekostet. Dominazzi. Dominazzi. Gelbe Flagge. Es gibt halt nur einen Italiener, der performt hier heute. Oh, wer steht denn hier? Absolut. Giovinazzi. Aborin ist gerade wieder Windows Explorer. Alle sagen, ja, Giovinazzi ist raus. Ja, ist raus. Okay, alles klar. Schön gedriftet. Ich seh schon, Abo. Danke. Was? Wie bitte? Was? Ja, ich krieg ihn eh nicht mehr. Ich bin jetzt genau hinter dir. Ich fahr zwar immer wieder ein bisschen schneller als meine Bestzeit, aber... Ich weiß, du fährst auch eine Sekunde schneller als ich. Und deshalb habe ich mich ja gefreut, Lorenzo, dass du so lange ohne Fehler hole ich nicht. Hinter Bottas hinterher hängst. Also spannend wird's nochmal zwischen Rizzi und Abo. Das ist definitiv. Und Lordo kriegt vielleicht auch noch einen Platz. Hamilton, ich hoffe, dass ich Hamilton auch kriege. Also bei Lorenzo und mir wird's nicht spannend. Wir fahren das jetzt safe nach Hause und ist gut. Das bleibt jetzt so bei 2-1. Ihr könnt euch beide nochmal drehen oder zumindest mal kurz knutschen. Hättest du gerne, oder? Lorenzo fährt viel zu solide. Einmal aussteigen, Kuss auf den Helm und weiterfahren. Richtig. Wir haben ja immer noch 10 Sekunden Vorsprung. Ja, bestimmt, wir haben jetzt 26, ja. Fahren die denn auch alle so langsam? Habt ihr irgendwie einen Stop mehr gemacht oder so? Ja, öfter mal gedreht. Etwa 5 Runden. Lordo ist auf jeden Fall Fahrer des Spiels bis jetzt. Fahrer des Spiels? Mhm, macht Sinn. Komm, das nehme ich auch, Den Ballon d'Or, das Formel 1. Ja, theoretisch durch deine Leistung, auch wenn es das Spiel jetzt nicht anerkennen wird, weil du so viele Plätze verloren hast, leider, bist du tatsächlich der MVP, ja, das stimmt. Ja. Würde ich auch sagen. Starker Spiels. Ja, und wer ist jetzt eigentlich MVP? Wahrscheinlich Bottas oder sowas. Kann sein, ja. Könnte auch ich sein, theoretisch. Nee. Halt dein Maul, Alter. Nee, jetzt no hate, aber warum? So gut war es jetzt auch nicht. Oh, voll auf den Rasen gekommen. Ich war ja Startzeit. Ich fand ein solides Rennen, also halt Maul. Ich sag ja, war ja solide. Aber Lordo war ja auf und ab und auf. Ja, deswegen sage ich doch, vom Spiel aus
Das wird es aber nicht berechnen, weil Lordo war ursprünglich 1 und ist jetzt keine Ahnung wo. Und das wird minus das wird gerankt. Richtig. Ah. Deswegen sage ich ja, er ist der eigentliche MVP des Tages. Aber fahr doch nicht das weg, Mann. Ja, und deswegen kann es sein, dass ich oder jemand, der 3 Plätze zum Beispiel aufholt. Kannst du in der Übersicht sehen? Nee, guck mal ernsthaft. Wer am meisten Plätze aufgeholt hat, der könnte theoretisch der MVP des Renns werden. Kann ich das sehen? Dann musst du in den Einstellungen da gucken, das kann ich dir jetzt nicht sagen. In den Einstellungen sehe ich gar nichts. Was ist denn die schnellste Runde eigentlich? Eine abgekürzte 1,28 irgendwas. 1,28,2. Scheiße, ja. War ich fast dran. Hat einfach mal damit 1, du warst da fast dran. 1,28,6 ist aber die schnellste. Aber Lorenzo, jetzt mal ganz ernsthaft, das sind 1,2 Sekunden, ne? Ich hab extra abgebremst. Ja, 1,2 Sekunden. Der, die du damit aufgeholt hast, auf meine schnellste, die Runde davor. 1,2 Sekunden. Ja, aber ich bin, der dann da. Das habe ich nicht im letzten Sektor versucht, irgendwie reinzupieken oder sonst was. Vergleich mal die ersten und zweiten Sektor und da war ich schon fast eine Sekunde schneller. Aber so habe ich die ganzen NPCs, also habe ich jetzt auch Bottas überholt und die ganzen anderen. Und da habe ich eindeutig nicht. Weil die ziehen dann einfach ganz kurz nach rechts und lassen Platz. Oh, ich bin in den Kies gekommen. Ja, nice. Aber ich rechne nicht damit, dass du da kommst. Ich habe dann zwar die Pfeile gesehen, ja, aber doch, da habe ich. Ich würde es jetzt da wieder probieren, weil da habe ich jetzt bislang alle. Ja, aber ich habe. Ich hätte dich nochmal bei der langgezogenen. Aber ich hatte eben nicht damit gerechnet und deshalb habe ich auch zugezogen. Aber okay, ich weiß es. Wir überrunden jetzt ja hier schon Platz 11 und 12, ey. Ja. 11 und 10. Was denn da los? Ihr überrundet ja fast euch selbst gleich, ey. Hey, da, Vater. Ich überrunde gleich Lordo, ey. Gleich nochmal bei der. Eine Weile, bis du da bist. Na, 100% renne ich, dann krieg ich. Gibt's hier 2 Kurven, wo man richtig schön diepen kann. Na, hier bin ich zu. Muss ich auch mal krass bremsen. Ja, hast du Überschuss. Also gerade nach der Geraden natürlich. Ja, ja. Du kriegst ja auch ein bisschen Windschatten, das hast du auch nicht vergessen. Auch wenn es nicht viel ist im Regen, aber er ist ja trotzdem da. Also passt natürlich auch ein bisschen Überschuss. Und hier pieke ich jetzt manchmal. Etwa 3 Runden kommen ich weit aus. Ich würde ihm nicht vorher ansagen, wo du piekst, dann weiß er es nicht. Na doch, der ist nämlich gerade voll krass reingezogen, deswegen war ich zum Glück außen. Ja, natürlich weiß ich, dass du da jetzt piekst, also fahre ich da jetzt in. Ja, mach zu. Ja, bremst mich aus, Ricciardo, danke. Ja, sehr nett von ihm. Ja, er hat mich gerade überaus gebremst. Ja, aber die Kurve so hart schlecht genommen. Und aufs Kies. Jawohl. Ich habe einfach 1,5 Sekunden verloren. Ach, schade. Okay, viel. Aber es wird trotzdem nicht reichen. 2 Runden noch, never. Ich war gerade bei 3 Sekunden, jetzt ist es wieder 1,5. Ja, ach, das ist safe. Mach einfach keine Scheiße jetzt und dann ist gut. Meine Reifen sind schlechter als deine, meine Pace ist aktuell nicht gut. Was einen Fehler so ausmachen kann, ne? Ja, Ricciardo hat mich auch noch ausgebremst, hat mir 4 Zehntel gekostet, Digga. Komm, hört auf rumzuheulen, ihr seid erster, zweiter. Ja, es geht ums Prinzip, sorry. Diggi, geht besser. Königsklasse muss halt sich unterhalten können. Erster, geht besser, sorry. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Platz. Aber alles gut? Ja, musste ein bisschen über die Wiese, aber alles gut. Hart, aber fair, wie man so schön sagt. Hart, aber fair, ja, war's. Gute Sendung. Nein! Aua, meine Ohren, Alter. Nein, wirklich. Beeil dich, Jussi. Lass NPC fahren, Sam. Okay, alles klar. Ist wieder an Bord, Alter, ja. Die ganze Zeit wo ist er? Was hat er dann gemacht? Passiert, einmal gedreht. Alter, was ist das für ein Scheiß? Er ja, bist du noch Fünfter. Versuch ihn zu halten. Ja. Aber du warst ja weg, ne? Ja, nichts passiert. Ja, alles gut. Nein. Ich kenne die Stelle. Hamilton ist hinter mir. Nee, Hamilton ich hab da in 19 meinen Platz weggeworfen. Ach fuck, ich lass jetzt einfach nur holt das Husky. Spaß. Ja, aber fast, ja. Links vorne ist im Arsch. Ach Mann, ey. Jetzt in der letzten Runde holt er. Das ist natürlich schade für Jussi, weil das war echt gut. Ja, lass NPC fahren. Wäre ein Treppchen gewesen. Ja, es wäre Dritter gewesen, ja. Scheiße. Da haben sich beide Red Bulls selbst rauskatapultiert hier. Oh Lord. Ja, Mann, weil dieser Spaß da schon wieder im Weg war, Alter, dieser Hurensohn. Und ich sag's noch. Mann, Alter. War selbst an Jussi schon dran, ne? 33. Runde. Letzte Runde. Position halten, durchziehen. Mann, wir können schwer richtig reinkloppen hier, ey. Aber wieder fährt. Was ist, wenn er jetzt reinfährt? Ich denke ja nicht, weil es ist ja noch eine Runde. Mein Flügel ist vorne komplett der im Arsch. NPC? Nein, der fährt nicht rein. NPC. Der kann nicht rein. Also der würde nur reinfahren, um Kurve, wenn du noch einen Boxenstopp aufmachst. Dann ja. Oh Mann, Alter, ich.
einmal die Kurve, einmal ein bisschen nur zu viel Gas gegeben, weißt du? Ich war ja schon vorbei. Ich musste ja nichts machen. Ich bin ganz vorsichtig da durchgefahren, wie sonst auch davor die Runden. Und dann dreht man sich. Boah. Nolo riecht dein Arsch. Ich geduscht. Komm, keine Kurve mehr rum in der letzten Kurve, Alter. Das Alter. NPC fahren. Ist das ein Schmock, Alter. Gut gerettet, Nolo. Gut eingelenkt. Ja, ich wollte es nochmal versuchen, aber. Ich wollte es mal kommentieren, dass du froh bist. GZ Boys. Gute Leistung, Abo. Ich war, kam auch nochmal gut ran jetzt, ne? Das war übel. Oh, weia, ey. Damit müsste Abo jetzt auf jeden Fall Dritter sein. Ja, ist er. Ja. Also, ich meine, im Gesamtranking. Ja, nicht. Obwohl. Das könnte richtig knapp sein. 10 Punkte oder so, ja. Alter. Das war das absolute Maximum, was hier irgendwie ging in diesem Strick. Die McLaren war auf jeden Fall gute Punkte sammeln wieder. Ja. Ja, Konstrukteur ist schon durch. Wie der Bottas mir jetzt auch noch am Arsch hin. Alter, wie komme ich denn hier nicht rum? Aber was soll man noch machen? Die beiden besten Spieler spielen zusammen schon in schlechteren Autos und sind trotzdem Erster und Zweiter. Ja, weil wir zu dämlich sind. Ja, aber es, ganz ehrlich, lag heute nicht an der Geschwindigkeit. Nein, das war nur dämlich, Mann. Alter, vor allem, man kämpft sich 33 Runden an Hamilton Bottas vorbei, weißt du, und dann noch Avo. Und, ist doch und nicht nur heute, das ist die ganze Saison schon so. Die sind, ja, ihr seid die Schnellsten, aber wir sind definitiv in der Lage, euch zu schlagen. Wir machen aber permanente Fehler. Irgendeiner von uns baut immer Scheiße und dadurch kommt ihr nach vorne. Ich glaube, Hamilton hat 6 Plätze gut gemacht oder so, weil ihr alle raus seid. Ich bin zufrieden. Ich auch. Ich bin auch zufrieden. Ich bin mit Platz 3 hätte ein bisschen zufrieden. Besser sein können, aber... Ich bin auch super zufrieden. Ich gehe zum Mythic 0. Das, was ich verdient habe. Zur Feier des Tages gönne ich mir. Ich gehe nur normal. Auch so ein 410er Teil, das bräuchte ich noch. Ja, mach die echt. Mach die echt nur... Also, ich soll jetzt nicht abwerten, aber mach die nur Nuller oder mach die auch... Nein, Mythic 9 mach ich das nicht. Okay. Wir haben noch nicht das Gear, Bro. Wir sind halt kein Hardcore. Nee, dann kann ich 450 noch mitgehen. Weil... Oh, bist du Ali? Lordo auch noch. Ne? Achso, nee, ihr seid der Ali, wa? Nee, wir sind Horde. Achso. Ja, weil sie mich doch überholt haben. Und damit übernehme ich nochmal kurz das Schlusswort. Übrigens, wenn ihr mal hören wollt, was die danach teilweise alle noch so erzählen, schreibt das ruhig in die Kommentare halt rein. Dann lasse ich das hier noch ein bisschen weiterlaufen. Weil aktuell wird da gerade noch sehr grob ausgetauscht, während ich euch jetzt gerade die Tabelle zeige, dass ich insgesamt Tatsache auf Platz 3 bin. Und auf jeden Fall mich über dieses Rennen absolut nicht beschweren kann. Der gute Wiesel hat halt nochmal einen dicken Bock gebaut. Bis jetzt muss ich sagen, habt ihr meinen einzigen wirklichen Bock. Nee, ich habe eigentlich 2 gemacht. Also einmal in Australien gleich zum Anfang. Aber okay, erste Kurve. Noch nicht mit Auto klargekommen. Gut. Bahrain habt ihr ja nicht gesehen, den Bock, den ich da geschossen habe. Und ansonsten habe ich bis jetzt eigentlich, aber sonst die letzten Rennen, alle relativ fehlerfrei dann halt gefahren. So, das nächste Rennen ist Monaco, wie ihr jetzt gerade seht. Ja, Monaco wird übrigens ein absolutes Wahnsinns-Hammerrennen. Also da ist Action pur. Ihr werdet mehrere Safety-Car-Phasen erleben. Es wird vielleicht auch eventuell ein bisschen nass werden. Vielleicht auch wieder trocken sein. Freut euch auf Monaco. Das war Chaos pur. Was da für Dinge passiert sind, habe ich Tatsache teilweise noch nicht erlebt in Formel 1 20. Überhaupt in Formel 1, nicht nur 2020, sondern ich spiele es ja seit 17. Also wirklich, seit 3 Jahren habe ich das sowas noch teilweise nicht erlebt, was da in Monaco passiert ist. Ja. Freut euch drauf. Hier nochmal die Konstrukteurliste zum Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder fürs Zusehen. Und wie gesagt, Monaco. Haha. Spoiler-Alarm, nicht Spoiler-Alarm, sondern wie nennt man das? Cliffhanger, genau. Freut euch auf Monaco. Bis dahin, haut da rein. Tschüss.